Hallo liebe Freunde, hier ist wieder euer Mr. Melanista. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge Milan Talk. Was geht ab, Freunde? Eine gute Nachricht nach der anderen beim AC Milan. Na, es geht los mit einem Donnarumma, dann kommt ein Borini und ein Kalinic ist die allgegenwärtige Bedrohung für uns Rossoneri. Aber ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal eins nach dem anderen auf die eben benannten Spieler ein. Ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an mit Borini, weil es ja auch wirklich schon sehr konkret ist, ne? Er soll morgen seinen Medizincheck bei uns machen. Ich halte das für sehr glaubwürdig. Ja, jetzt habe ich beobachtet, also nicht nur in unserem Admin-Team, sondern generell auch in den Gruppen, dass da die Begeisterung für Fabio Borini sich definitiv in Grenzen hält. Ja, so brauchen wir nichts schön zu reden. Ja, also meine Reaktion war jetzt auch erstmal so, was? Oh nee, was wollen wir denn mit dem? Aber ja, wenn man sich das Ganze jetzt mal ein bisschen objektiv betrachtet, dann gehe ich davon aus, dass er wirklich nur als Backup kommt. Ja, er wird als reiner Backup kommen. Falls er als Stammspieler kommt, ist das ein komplettes Armutszeugnis. Das wäre eine Offenbarung, Freunde, ja, wenn du um die Champions League spielen willst. Und du hast einen Borini als Stammspieler. Also das ist, damit würde sich unser Management komplett lächerlich machen. Deswegen glaube ich absolut nicht, dass er als Stammspieler kommt. Der wird als Backup kommen. Teilweise macht es auch Sinn, da er halt ein sehr flexibler Spieler ist, der nicht nur in vorderster Front im Zentrum auflaufen kann, sondern der auch auf den Flügeln eingesetzt werden kann. Also von daher macht das schon Sinn, so einen Spieler zu holen, damit man den Kader auch etwas kleiner halten kann. Man kann Gehälter sparen, indem man halt nicht für jede einzelne Position ein Backup holt, ne? Und gerade vorne, ne, so Flügel, Stürmer, die sind schon, also eigentlich alles, was mit Sturm zu tun hat, ist halt sehr teuer. Und wenn ich mir anschaue, wie viel wir nur für ihn bezahlen müssen, ist es wirtschaftlich mit Sicherheit ein sinnvoller Backup, ne, weil wir nur 1 Million anzahlen müssen und 5 Millionen haben wir eine Kaufpflicht. Das ist durchaus akzeptabel, also auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis für einen Borini in Ordnung. Ja, muss man schon so sagen. Jetzt habe ich halt schon öfters gesagt bekommen, ja, er hat aber gar keine Stärken. Ne? Klar, wenn du auf Who Scored guckst, siehst du in der Tat, dass er keine Stärken hat. Aber Who Scored ist halt eine Statistikquelle, die sich quasi immer von der aktuellen Saison bedient. Ja? So, und er hat mit Sicherheit keine gute Saison gespielt, aber es lag ja nicht nur an ihm, lag auch generell am AFC Sunderland, die auch abgestiegen sind in die zweite Liga. Das ganze Team war für den Arsch, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Und darunter hat natürlich auch Borinis Leistung, gelitten. Aber ich kenne Borini schon etwas länger. Ich will jetzt gar nicht, bin jetzt nicht der große Borini-Experte, aber ich habe ihn schon ein paar Mal spielen gesehen. Also was mir bei ihm auf jeden Fall aufgefallen ist, dass er bis zum Umfallen fightet. Der Typ ist eine richtige Kämpfernatur und hat eine tolle Mentalität. Der fightet um jeden Grashalm. Ja, also das habe ich auf jeden Fall bei ihm beobachten können. Was man auch bei ihm beobachten konnte, war, dass er körperlich recht robust ist. Also der setzt seinen Körper schon sehr, sehr gut ein. Und technisch auch beschlagen, wirklich. Also technisch fand ich schon, dass der einiges drauf hat. Und ja, gerade so Ball an und Mitnahme, das sah schon gut aus bei dem. Also technisch ist der schon stark. Ansonsten habe ich noch beobachten können, dass er einen relativ satten Abschluss hat. Also er hat einen sehr kräftigen Schuss. Ja, der Abschluss ist nicht präzise, aber er hat einen kräftigen Abschluss. Ne? Also das konnte ich auf jeden Fall bei ihm noch beobachten. Und was ich noch recherchieren konnte, ist, dass er eine tolle Übersicht besitzen soll. Ja? Also dass er den Blick für den Nebenmann hat.
dass er sehr intelligente Laufwege haben soll. Das habe ich auch recherchiert. Dass er sogar Freistöße schießen kann. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Und ja, das sind so, wie ihr seht, er hat also schon noch ein paar Stärken, ja. Also, er ist nicht nur schlecht, Freunde, weil es bei Who Scored steht, dass er keine Stärken hat. Also, er hat schon seine Stärken, die ich euch gerade genannt habe. Ja, was natürlich für einen Stürmer eine Riesenschwäche ist, ja. Und was du als Stürmer eigentlich nicht haben darfst, was man jetzt beispielsweise auch bei einem Petagna bei der U21 EM gesehen hat, ist einfach, dass Borini an sich im Abschluss in den letzten Jahren wirklich nicht gut war, ne? Und mit den letzten Jahren meine ich die letzten 4 Jahre. Also es war wirklich wenig von ihm, ne, die letzten 5 Jahre sogar, denn er konnte in der Premier League nie mehr als 7 Tore erzielen, was für einen Stürmer einfach viel zu wenig ist, ne? Das Positive, was ich euch erzählen kann, ist wiederum, dass er in der letzten Serie A-Saison beim AS Rom, bevor er zu Liverpool gewechselt ist damals, hat er in 24 Einsätzen 9 Tore erzielt, ne? Und das war seine letzte Serie A-Saison und das war im Alter von 21 Jahren. Also von daher, in der Serie A hat er durchaus gezeigt, dass er es drauf hat. Und ich hoffe einfach, dass ihm vielleicht die Serie A mehr liegt. Ja, obwohl die eigentlich besser verteidigen da, aber vielleicht liegt ihm die Serie A die Spielweise mehr, ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass er da wieder dran anknüpfen kann, Freunde. Und er galt immerhin als einer der größten Talente damals in Italien. Ne? Also ich weiß auch, wie damals die Liverpool-Fans sich total gefreut haben, als sie den verpflichtet haben. Ne? Er war ein Riesentalent. Und man muss halt sagen, er hat sich in bestimmten Bereichen, wie den Abschluss zum Beispiel, nicht weiterentwickelt. Und ich hoffe einfach, dass er vielleicht eine Art Spätzünder ist, ne? Und wenn ich mir das Ganze jetzt anschaue, wenn ihr mich fragen würdet, wen würdest du als Backup holen? Und ich habe nur einen Kalinic zur Auswahl und einen Borini, dann sage ich euch ganz ehrlich, Freunde, ich würde mich für einen Borini entscheiden. Und zwar, weil wir ein enormes Geld sparen könnten, auch wenn Kalinic vielleicht fußballerisch besser ist. Aber wenn ich so viel Geld spare, dann hole ich mir lieber einen Borini, sage ich euch ganz ehrlich, und gehe das Risiko ein. Also finanziell gehe ich wenig Risiko ein, aber ich gehe natürlich so vom Leistungsniveau her ein Risiko ein. Was ich habe mit Kalinic ist auch kein Typ, wo du sagst, ja, der hilft uns zu 100%. So, wisst ihr, wie ich meine. Aber da liegen einfach mal 20 Mille dazwischen. Und dann gehe ich lieber finanziell weniger Risiko ein, investiere dieses Geld in Mannschaftsteile rein, wo wir es mehr nötig haben, wie den Flügelsturm, weil wir einfach keine Flügelstürmer haben. Ne, Deulofeu geht wahrscheinlich zu Barca. Die wollen ihn anscheinend halten. Oder dann wurde auch schon AS Rom mit ihm in Verbindung gebracht. Also, ich weiß es nicht, Freunde. Ich habe keine Ahnung, wie das mit Deulofeu da weiterlaufen wird, aber Stand jetzt haben wir eigentlich nur Susu auf den Außen und eventuell noch einen Bonaventura, wenn wir den da einplanen, ja. Also von daher, ja, machst du mit Borini natürlich finanziell weniger falsch wie mit einem Kalinic. Und im Gegensatz zu Kalinic ist ein Borini auch vorne flexibel einsetzbar. Ja? Aber ich rede nur von den beiden, Freunde, ja. Also es gibt mit Sicherheit viele, viel bessere Lösungen. Wenn ich aber nur diese beiden zur Auswahl habe, dann muss ich ganz klar sagen, entscheide ich mich. Ich persönlich würde mich für Borini entscheiden. Ja. Von daher, Freunde, ja, hoffe ich, dass es wirklich nur ein Backup ist. Aber wenn wir ganz ehrlich zu uns selber sind, wenn du die Champions League erreichen willst und du kommst mit einem Backup Borini, weiß ich nicht. Sage ich persönlich, nee, ist nicht genug. Aber man muss auch fair bleiben. Das Financial Fairplay tut uns da schon so ein bisschen die Hände binden. Ne? Es wurden ja teilweise Summen genannt, wie viel Geld fließen darf diese Saison. Deswegen sind auch immer diese ganzen Laien, die wir versuchen auszuhandeln, damit wir nicht dieses Geld direkt fließen lassen müssen, sondern das auch auf die nächste Saison verteilen können. Und deswegen hat Milan im Moment so seine Probleme, um da mit dem Financial Fairplay klarzukommen. Man hat denen jetzt einen Businessplan vorgelegt, der abgelehnt worden ist. Und im Frühjahr versucht man ihnen dann nochmal einen. Also der FIFA. Nee, was ist die FIFA? Nee, es ist, glaube ich, die UEFA, der man das vorlegen muss, ja. Und ja, von daher müssen wir das strugglen und gucken, dass wir irgendwie
das finanziell auf die Kette kriegen, das Financial Fairplay im Auge zu behalten, aber trotzdem den Kader auf jeden Fall effektiv zu stärken. Ne? Und ja, wie ihr seht, hat man dann natürlich seine Probleme, das hinzubekommen. Deswegen, ja, Borini, denke ich mal. Ne? So, aber ich denke, es werden auf jeden Fall noch andere Flügelstürmer kommen und daher kommen wir jetzt mal zum nächsten Mann. Und zwar soll Hakan Calhanoglu bei uns ganz oben auf der Liste stehen. Die Verhandlungen sind konkret, sind auch sehr weit fortgeschritten. Der Spieler soll sich mit uns einig sein. Es geht nur noch um die Ablöse, wo Milan halt mit Leverkusen momentan am Falschen ist. Es wird, ja, Ablösesumme von 22 Mille plus Boni momentan, wie heißt es, ja, spekuliert drüber. Ich denke mal, Milan versucht da noch ein bisschen runterzuhandeln auf 20. Ich denke mal, 20 Mille ist fair für einen Calhanoglu, ne? Weil, ich muss euch ganz ehrlich sagen, also so die letzten Saisons war ich nicht begeistert von einem Calhanoglu. Ich habe den früher extrem gefeiert, gerade zu HSV-Zeiten. Habe ich gedacht, boah, das ist echt ein Riesentalent. Wo der zu Leverkusen gewechselt ist, habe ich gesagt, ey, Leverkusen hat den besten Deal von allen Bundesligisten gemacht, weil die den auch echt günstig bekommen haben damals. Ja, und dann habe ich mir den damals bei Comunio gekauft, habe echt viel Geld investiert für den und dann war der ein Flop, Alter. Komplett gefloppt und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, wie kannst du dich so einen Spieler täuschen, ne? So, ja, jetzt kam dann wieder das Wir den Arm und da war ich erstmal so, hatte ich so gemischte Gefühle, aber ja, ich habe mir das Ganze dann nochmal genau angeguckt mit Calhanoglu und er hat die letzte Saison sehr stark gespielt, Freunde, ne? Er hat sehr, sehr stark gespielt. Er hatte zwar nur 15 Einsätze, aber in diesen 15 Einsätzen hat er 11 Scorerpunkte gesammelt, also das ist schon ein enorm starker Wert und was mich auch sehr überrascht hat an ihm ist, der Typ ist gerade mal 23. Ich habe gedacht, der wäre schon 25, 26, weil der gefühlt schon ewig dabei ist. Ne? Ich meine, klar, er ist 23, ich glaube, der ist, seitdem der 18 ist, ist der am Profifußball unterwegs und man denkt sich so, ja krass, der ist erst 23. Also so gesehen, das ist noch ein Spieler, der wachsen kann, der Potenzial hat. Und dann würde ich sagen, mit 15 Einsätzen, solch vielen Scorerpunkten, er war auch laut WhoScored der beste Mann bei Leverkusen. Seine Stärken liegen auf jeden Fall mit allem, was mit Schießen zu tun hat. Sei es Standards, Distanzschüsse, direkte Freistöße, Ecken. Also all das hat Calhanoglu in Perfektion drauf. Es gibt keinen Spieler momentan auf der Welt, der mehr Freistoßtore erzielt im Profibereich als ein Hakan Calhanoglu und ich denke, das hat uns wirklich gefehlt. Seitdem Pirlo weg ist, haben wir doch keinen mehr gehabt, der da so krass stark war wie ein Pirlo. Ne? Und jetzt haben wir einen, ja gut, Calhanoglu ist noch nicht da, aber wenn wir ihn bekommen würden, hätten wir mal endlich wieder einen, wo du dich freust, wenn wir um den Strafraum herum mal wieder einen Standard bekommen. Ne? Da, also sowas, früher wusste ja, wenn wir einen Standard bekommen, Pirlo Tor. Also meistens, jetzt schon ein bisschen übertrieben gesagt, aber du wusstest, es wird verdammt gefährlich. Und mit Calhanoglu hättest du dann wieder dieses Gefühl. Ne? Also von daher kann das wirklich ein sehr, sehr spielentscheidender Faktor sein, wenn du so einen Typ in den Reihen hast. Und was er halt auch drauf hat, ist, dass er kreativ ist, er kann Chancen kreieren, er kann gute Schlüsselpässe spielen, er ist ballsicher, er hat Übersicht, er kann lange Bälle spielen, er hat die kurzen drauf. Und ja, im 1 gegen 1... Klar, könnte er etwas stärker sein, aber er ist auch nicht schlecht im 1 gegen 1. Das will ich gar nicht sagen. Er ist schon leicht überdurchschnittlich gut im 1 gegen 1. Also im Dribbling meine ich damit. Und daher würde ich den schon gern auf einer 8 sehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Auf der 8 würde ich ihn am liebsten sehen, auf den Flügeln weniger. Weil ich einfach der Meinung bin, auf den Flügeln brauchst du einfach jemanden, der verdammt schnell ist und einfach richtig stark im Dribbling ist. Und da, finde ich, hat Calhanoglu eben Luft nach oben. Ne? Aber nichtsdestotrotz kann er uns enorm weiterhelfen, wenn du den auf die 8 stellst. Und ganz ehrlich, Freunde, ich habe irgendwie das Gefühl, dass man wirklich Bonaventura von Anfang an als Flügel einplant. Weil irgendwie habe ich das im Urin so. Ne? Vor allem, wenn Calhanoglu kommt, denke ich, dass eher ein Bonaventura auf den linken Flügel geht und Calhanoglu auf die 8 geht als umgekehrt. Ne? Ja, von daher, Freunde, ist Calhanoglu mit Sicherheit, wenn du dir den Preis anschaust, sein Alter anschaust, dir anschaust, was für Qualitäten er mitbringt, wäre das wieder ein Transfer, wo ich sagen würde, Chapeau, Mr. Fassone und Mirabelli,
da kannst du als Milan-Fan ja wirklich nur den Hut ziehen. Und von daher hoffe ich, dass das klappt mit Calhanoglu. Er würde uns auf jeden Fall bereichern, Freunde. Dann der letzte Punkt, auf den ich zu sprechen kommen wollte, ist die Sache mit Donnarumma, Freunde. Ich meine, jeder hat es wahrscheinlich mitbekommen, wie er da bei Instagram einen Post rausgehauen hat und der dann später gelöscht worden ist. Er hat eigentlich nichts anderes gesagt, wie dass er Milan liebt, dass er die Farben liebt, dass er bei uns auf jeden Fall verlängern wird und das nach der U21-Europameisterschaft machen möchte. So, und dann wurde kurze Zeit später wurde der Post wieder gelöscht. Und Freunde, es gibt natürlich viele Verschwörungstheorien, aber ich habe von Anfang an gesagt, das war niemals, nie im Leben irgendein Hacker. Also, das ist, bitte, also das ist so eine dumme Ausrede, gerade bei einem Donnarumma war es jetzt ein Hacker. Also, ich bitte dich. Also, die Version glaube ich schon mal gar nicht. Ich bin eigentlich auch bei der Verschwörungstheorie dabei. Dass es mit Sicherheit so war, dass Raiola zu ihm gesagt hat, er soll den Tweet wieder, der soll den Post wieder löschen, weil Donnarumma einfach damit bei den Verhandlungen Milan in die Karten spielt. Ne? Wenn Milan weiß, er will zu 100% bei uns bleiben, dann werden die mit Sicherheit nicht ganz so ein attraktives Angebot machen wie nicht. Deswegen seht ihr das auch immer wieder, dass die Spieler selten vor Vertragsverhandlungen zu 100% zu ihrem Verein, zu ihrem Verein stehen quasi. Ne? Also das siehst du sehr, sehr selten. Also es ist alles nur Verhandlungsstrategie und ich gehe wirklich zu 100% davon aus, dass es wirklich von Raiola kam diese Anweisung, dass er es löschen soll und ja, er ist anscheinend sein Hund und hört auf alles und ja, also ich denke, mehr steckt da nicht dahinter, Freunde, und ja, was mich nun auch wirklich interessieren würde, ist, was für ein Gefühl habt ihr, wenn ihr den seht? Ohne Scheiß, das würde mich mal wirklich interessieren, was geht euch durch den Kopf, wenn ihr Donnarumma seht? Weil bei mir sind das ganz gemischte Gefühle, ne? Ich meine, klar, er ist ein 18-Jähriger, der auch viel von seinem Berater manipuliert worden ist, aber nichtsdestotrotz hat er definitiv großen Anteil dran, wie es gelaufen ist. Und ich sage euch ganz ehrlich, also wenn ich den sehe, da geht es mir so komisch, ne? Also irgendwie hoffe ich innerlich, dass er bleibt, auch weil ich irgendwie den Jungen mag und auch natürlich wirtschaftlich hoffe, dass er bleibt, so, aber dann irgendwie ist da noch so ein Schmerz in mir. Ich weiß nicht, wie ich es euch beschreiben soll, das ist irgendwie so ein Schmerz, wenn ich den sehe, dass ich mir denke, ey, du hast mich irgendwie trotzdem total enttäuscht, so, ne? Also ganz komisches Gefühl. Deswegen haut mir mal bitte in die Kommentare, wie es euch geht, wenn ihr einen Donnarumma seht, ne? Und wie fandet ihr seine Leistung bei U21-EM? Also, ich muss ja sagen, irgendwie gefühlt hatte ich das Gefühl, er hat nicht einen Ball gehalten, so, ne? Also irgendwie, wenn geklingelt hat, hat halt geklingelt. Und ich habe echt irgendwie keine Parade von dem irgendwie im Kopf, ne? Ich kann mich nicht erinnern. Ich will ihn jetzt gar nicht schlecht machen, es ging mir jetzt einfach nur darum, wie der bei der U21-EM war, weil sonst hat ja kein Milan-Spieler gespielt, außer Calabria gegen Spanien. Und ja, von daher gibt da jetzt auch nicht viel zu analysieren, aber ja, war auf jeden Fall schon beeindruckend, Alter, was die Spanier da haben, ne? Aber auch die Italiener, also ganz ehrlich, vor 2 Jahren haben wir nicht mal gedacht, dass wir überhaupt so einen Nachwuchs präsentieren können, ne? Also das muss man jetzt schon generell als Italiener sagen, geil, Alter, dass wir überhaupt so eine geile U21 haben, aber was Spanien da auf dem Platz hat, also Wahnsinn, dieser Ceballos, wie man den ausspricht, und dann noch Saul, der ist ja komplett krank im Kopf, der ist komplett krank, wie kannst du so eine perfekte Schusstechnik haben? Und so dribbelstark sein. Aber ist egal, hat jetzt nichts mit Milan zu tun, aber der Typ hat mich komplett geflasht. Krasser Spieler. Also in der U21 von Spanien, da sind auch einige Talente rumgerannt, die ich sehr, sehr gerne bei Milan sehen möchte. Aber ja, da werden wir auch kaum Chancen haben, da noch irgendwie was festzumachen, weil ja, fast alle, da musst du schon richtig tief in die Tasche greifen. Ne? Ich habe noch so bei Tani Ceballos gehofft, dass wir den kriegen können, aber jetzt habe ich heute gelesen, dass Real den wahrscheinlich für 15 Mille verpflichtet. Also Wahnsinn, Freunde, wirklich Wahnsinn. So, ja, ich würde sagen, das soll es erstmal gewesen sein, weil ja, ich denke, wir haben das Wichtigste so besprochen, Freunde. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder was ich demnächst in Milan Talk reinbringen soll, sagt mir Bescheid. Ja,
Ansonsten soll es das gewesen sein, Freunde. Haut mir in die Kommentare, was ihr von Borini haltet. Haut mir in die Kommentare, was ihr von Hakan Çalhanoğlu haltet. Und natürlich von der Aktion von Donnarumma. Was denkt ihr? Welche Verschwörungstheorie denkt ihr, ist das stimmig für euch? Das würde mich auch interessieren. Und dann, Freunde, würde ich sagen, ja, sehen wir uns auch schon beim nächsten Mal wieder. Haltet die Ohren steif, bleibt gesund und dann würde ich sagen, hasta la vista. Bis dann, ciao.